Einen wunderschönen guten Morgen an den Bildschirmen zu Hause. Nach diesem stimmungsvollen musikalischen Auftakt darf ich Sie im Namen der Ursulinen Schulstiftung, dem Schulträger, hier und heute sehr herzlich an der Realschule zum Online-Infotag begrüßen. Es freut uns wirklich sehr, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, heute dabei zu sein und unsere Schule näher kennenzulernen. Bekanntlich leider nicht in Präsenzform, sondern im Online-Livestream. Aber Sie können versichert sein, unsere Lehrkräfte haben sich jede Menge Informationen für Sie zusammengestellt, um Ihnen auch danach näher zu bringen. Wir nehmen Sie und euch, liebe Schülerinnen, im Anschluss der Grußworte mit auf eine virtuelle Reise durch unsere Schule. Wir erzählen über unseren Schulalltag, zeigen Videos und Bildershows und geben Ihnen und euch, liebe Schülerinnen, wichtige Informationen zum anstehenden Übertritt an eine weiterführende Schule. Wir Ursulinen sind ein privater Schulträger. Für uns gelten aber natürlich die gleichen Lehrpläne wie an den staatlichen Schulen. Besonderheit: Wir können das Schulwesen etwas flexibler, abwechslungsreicher und individueller gestalten. Beispielsweise mit besonderen Lern- und Förderkonzepten. Wir wollen aber nicht nur den Unterricht etwas anders gestalten, wir legen auch großen Wert auf die Sozialkompetenz unserer Schülerinnen. Ein wertschätzender Umgang und eine Ebene mit den Lehrkräften auf Augenhöhe sind uns hier zum Beispiel sehr wichtig. Unterschied zu den staatlichen Schulen ist aber auch, dass wir auf ein privat zu entrichtendes Schulgeld angewiesen sind. 11 Monate à 40 Euro sind notwendig, um eben diesen hohen Standard, diese hohe Qualität für unsere Schülerinnen leisten zu können. Anträge auf Schulgeldreduzierung bzw. auch Schulgeldbefreiung können natürlich gestellt werden und werden auch sehr wohlwollend geprüft. Und noch ein Tipp: Das Schulgeld ist auch steuerlich absetzbar. Unser Versprechen ist, dass wir jeden Cent des Schulgeldes in Ihre Tochter investieren. Beispielsweise in unser hervorragendes EDV-Netzwerk mit eigenem Systemadministrator, das wir bereits vor Jahren in die Wege geleitet haben. Wir haben in jedem Klassenzimmer interaktive Screenboards, 3 Computerräume, neue helle Fachräume, eine tolle Aula, eine schöne große Turnhalle und weitere moderne Räumlichkeiten. Jede Fünftklässlerin bekommt im neuen Schuljahr ihr eigenes Tablet und lernt die digitalen Kompetenzen und den Umgang mit den modernen Medien von Anfang an. Auch die digitalen zusätzlichen Schulbücher sind in der 5. Jahrgangsstufe kostenfrei. Und nicht zuletzt haben wir für jede Schülerin eigene E-Mail-Adresse und ein Microsoft Office-Paket. Aber dazu im Laufe des Vortrags von unseren Lehrkräften sicher mehr. Ja, so nun darf ich Sie oder Ihnen auch viel Spaß wünschen bei der folgenden virtuellen Online-Reise durch unsere Realschule. Wir hoffen, dass wir Ihnen bei der Entscheidung, welche Schule im September besucht werden soll, mit unserem heutigen Infotag an der Realschule und am Gymnasium weiterhelfen können. In diesem Sinne darf ich Ihnen alles Gute wünschen, bleiben Sie gesund und nunmehr viel Spaß beim folgenden Livestream an unserer Realschule. Ich darf das Wort nun an unsere Schulleitung, Schwester Ursula, übergeben. Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, verehrte Zuschauer, sehr herzlich begrüße auch ich Sie zum Informationstag der Ursulinen Realschule. Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Schule. Normalerweise wären heute die Tore unserer Schule weit für Sie geöffnet. Das ist in diesem Jahr leider nicht möglich. Deshalb kommen wir zu Ihnen, sozusagen in Ihr Wohnzimmer. Nicht nur für Sie ist das eine neue Erfahrung, sondern für uns alle. Aber wir haben diesbezüglich in den letzten Monaten viel gelernt. Hier in unserer Pausenhalle bekommen Sie schon einen ersten Eindruck von der Schule als Ort, an dem nicht nur gelernt, sondern auch gelebt wird. Wir sind sehr stolz auf unser schönes und modernes Schulhaus, das in Straubing sicherlich seinesgleichen sucht. Das zeigt Ihnen auch das folgende Video. Musik.
Genauso stolz bin ich auch auf unsere Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Hilfestellung für die Entwicklung der Persönlichkeit geben. Getreu unserem Leitbild wollen wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern Können und Herzensbildung und das Miteinander in der Gemeinschaft fördern. Was erwartet Sie nun heute? Wir stellen Ihnen die Schule, den Schultyp Realschule vor. Sie erfahren Informationen zu den Übertrittsbestimmungen. Unsere Profilklassen melden sich zu Wort. Die Lehrer geben Ihnen Einblick in das Schulleben. Sie bekommen Entscheidungshilfen an die Hand, damit Sie die richtige Schule für Ihre Tochter auswählen können. Auch zum Probeunterricht und zur offenen Ganztagsschule gibt es Informationen. Und ganz zum Schluss werden wir Ihre Fragen beantworten, die Sie auch jetzt schon im Chat stellen können. Die Bayerische Realschule stellt Ihnen nun Herr Geser, der erste Konrektor, vor. Sehr geehrte Eltern, liebe Schülerinnen, ich erzähle Ihnen heute sicher nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, dass in Bayern die Realschule sechsstufig ist und die Jahrgangsstufen 5 bis 10 umfasst. Viele von Ihnen werden sich aber noch daran erinnern, dass es einmal eine R4 gab, die erst in der 7. Jahrgangsstufe startete. Aber das ist schon längst Geschichte. Das Bildungsangebot der sechsstufigen Realschule richtet sich nach wie vor an junge Menschen, die sowohl an theoretischen Fragen interessiert sind, als auch gleichzeitig praktische Fähigkeiten und Neigungen haben. Die Realschule ist damit der goldene Mittelweg zwischen der Mittelschule, die in erster Linie für das Berufsleben vorbereitet, und dem Gymnasium, das die Studierfähigkeit zum Ziel hat. Das zeigt sich auch daran, dass die Hälfte unserer Schülerinnen nach der Abschlussprüfung eine berufliche Ausbildung anstrebt. Sicherlich wissen Sie, dass viele mittelständische Betriebe in Straubing und Umgebung von ehemaligen Realschülerinnen und Realschülern geleitet werden. Die andere Hälfte unserer Absolventinnen aber besucht nach der Realschule eine weiterführende Schule. Sie wechseln an eine Fachakademie, sehr viele an die Fachakademie der Ursulinen-Realschulstiftung. Andere legen das Fachabitur an der Fach- oder Berufsoberschule ab und einige das allgemeine Abitur am Gymnasium. Für sie öffnet sich damit das Tor zum Universitätsstudium. Übrigens, der Prozentsatz der Schülerinnen, die nach der Ursulinen-Realschule an unser Ursulinen-Gymnasium gewechselt haben, hat sich in den letzten Jahren stetig gesteigert. Gerade für Schülerinnen und Schüler, die sich in der 4. Klasse noch nicht zwischen einem Beruf und einem Studium entscheiden können, und wer kann das schon in der 4. Klasse, ist damit die Realschule der goldene Mittelweg. Ähnlich wie am Gymnasium werden auch an der Realschule die Talente und Begabungen ihrer Tochter gezielt gefördert. An unserer Schule spezialisieren sich die Schülerinnen in der 7. Jahrgangsstufe in sogenannten Wahlpflichtfächergruppen. Wir an der Ursulinen-Realschule können ihrer Tochter sogar 4 Bildungsausbildungen anbieten. Das wäre zum einen die Wahlpflichtfächergruppe 1 mit dem mathematisch-naturwissenschaftlichen technischen Zweig. In der Wahlpflichtfächergruppe 2 steht der wirtschaftliche Aspekt im Mittelpunkt. Und in der Wahlpflichtfächergruppe 3a bieten wir ihrer Tochter eine zweite Fremdsprache, Französisch, an. Diese zweite Fremdsprache ist zum Beispiel eine wichtige Voraussetzung für die Studierfähigkeit und erleichtert nach der Realschule den Übertritt an die FOS-BOS und an das Gymnasium. Und schließlich bieten wir Ihnen auch noch die Wahlpflichtfächergruppe 3b an, in der Ernährung und Gesundheit eine zentrale Rolle spielt. Nach 6 Jahren an der Realschule wird Ihre Tochter dann ihre Abschlussprüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und im jeweiligen Profilfach ihrer Wahlpflichtfächergruppe machen. Das ist entweder Physik oder Betriebswirtschaftslehre, Rechnungswesen, Französisch oder Ernährung und Gesundheit. Die Bayerische Realschule ist also eine sehr erfolgreiche, moderne und zukunftsorientierte Schulart. Sie verbindet Theorie und Praxis und ist bei den Schülerinnen und den Schülern, bei den Eltern, aber auch bei der Wirtschaft überaus anerkannt und beliebt.
Neben der fachlichen Bildung steht aber auch die Wertevermittlung und die Persönlichkeitsentwicklung im Mittelpunkt des Unterrichts und des Schullebens. Ein besonderes Augenmerk legt die Realschule und wir im Besonderen auf die Förderung in den MINT-Fächern. Aber auch die digitale Bildung und die internationalen Sprachzertifikate in Englisch und Französisch sind uns sehr wichtig. Genauso am Herzen liegt uns die musische und kreative Förderung ihrer Tochter. Und in zahlreichen Wahlfächern haben unsere Schülerinnen vielfältige Möglichkeiten, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Eine besondere Rolle an der Realschule spielt aber die Informationstechnologie. Und das in allen Wahlpflichtfächergruppen. Im Laufe ihrer Schulzeit lernen unsere Schülerinnen in ET das Tastschreiben und werden in den gängigen Office-Programmen fit gemacht. Aber auch in allen anderen Fächern ist das digitale Lernen eingebunden, was sich gerade jetzt zur Pandemiezeit als Vorteil herausgestellt hat. Zugute kommt uns hier die überaus hervorragende technische Ausstattung unserer Schule. Mit interaktiven Screens in allen Klassenzimmern, mit einem eigenen WLAN-Netz für die Schülerinnen, E-Book-Lizenzen für alle Lehrbücher und dem kostenlosen Zugang zu Microsoft Office 365 sind Ihre Töchter bestens ausgerüstet. Im Startpaket für Ihre Tochter ist auch ein Tablet mit Tastatur und Eingabestift, das sie als Leihgerät in der 5. Klasse erhält. Damit Sie sicher gehen können, dass die Schulbildung Ihrer Tochter an unserer Schule immer up-to-date ist, nehmen wir regelmäßig an internationalen Sprachprüfungen teil. Ihre Tochter kann so zum Beispiel ein international anerkanntes Sprachzertifikat der University of Cambridge oder des Institut Français erwerben. Um auch in den Naturwissenschaften immer am Ball zu sein, stehen wir als MINT-Schule in engem Kontakt mit den umliegenden Universitäten und bieten gemeinsame Projekte an. In Technik für Kinder werden schon unsere Fünftklässlerinnen an die Geheimnisse der Naturwissenschaften herangeführt. Die höheren Klassen haben die Gelegenheit, Robotikluft zu schnuppern, und auch bei besonderen MINT-Exkursionen können unsere Schülerinnen theoretisches Wissen aus dem Unterricht mit der Praxis verbinden. Auch für den Fall, dass Ihre Tochter einmal nach Hause kommt und sagt, das habe ich nicht kapiert, sind wir gerüstet. Im Ergänzungsunterricht der 5. Jahrgangsstufen werden schulische Inhalte der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch wiederholt und vertieft. Unsere Schülerinnen werden durch Wiederholungsaufgaben so gefördert, dass sie den Anschluss an den regulären Fachunterricht nicht verlieren. Für die Schülerinnen der 7. bis 10. Klassen, deren Vorrücken gefährdet ist, bieten wir Förderunterricht in den Kern- und Profilfächern an. Der Förderunterricht orientiert sich hier an den Defiziten der Schülerinnen und hat das Ziel, allen den Aufstieg in die nächsthöhere Jahrgangsstufe zu ermöglichen. Auch für Schülerinnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf stehen die Türen unserer Schule offen, wenn sie Realschuleignung mitbringen. Unser Schulhaus ist barrierefrei gebaut und in enger Zusammenarbeit mit unserer Inklusionsbeauftragten, Frau Engel, stellen wir ein individuelles Unterstützungsprogramm für unsere Schülerinnen mit Inklusionsbedarf zusammen. Da die Hälfte unserer Absolventinnen nach dem Realschulabschluss eine berufliche Ausbildung anstrebt, ist die berufliche Orientierung ein zentraler Baustein im Profil der Bayerischen Realschule. Um unsere Schülerinnen beim Übergang ins Berufsleben zu unterstützen, steht die komplette 9. Jahrgangsstufe fächerübergreifend im Zeichen der beruflichen Orientierung. Betriebserkundungen, die Berufsberatung durch die Bundesagentur für Arbeit, ein spezielles Bewerbertraining der Krankenkassen und Banken, aber auch unsere Arbeitgebergespräche, die es nur so an unserer Schule gibt, sollen die Schülerinnen bei der Berufswahl unterstützen. Seit einigen Jahren haben unsere Schülerinnen der 8. Jahrgangsstufe auch die Möglichkeit, ein Betriebspraktikum abzuleisten und so Einblicke in den Berufsalltag zu gewinnen. Mit der Entscheidung, Ihre Tochter an eine Realschule zu schicken oder besser an unsere Realschule zu schicken, wird Ihre Tochter sicherlich gefordert. Aber sie wird nicht überfordert werden. Von unserer Seite her können wir Ihnen eine optimale Förderung Ihrer Tochter garantieren. Deshalb tun sich für Ihre Tochter dann nach 6 Jahren an unserer Schule vielfältige Zukunftsperspektiven von der beruflichen Ausbildung bis hin zum Studium auf. Unsere Realschule ist aber nicht nur eine Realschule, sie ist auch eine Mädchen-Realschule. Frau Ammann, unsere zweite Konrektorin, wird Ihnen deshalb jetzt die Vorzüge einer reinen Mädchenschule aufzeigen.
So, die Papas dürfen jetzt ruhig einmal weghören, weil jetzt geht es ja ganz konkret um die Mädels. Das Besondere an unserer Mädchenrealschule ist eben, dass ein offener und ungezwungener Umgang den Mädchen untereinander hier gar nicht so schwer fällt, weil eben jede so sein kann, wie sie eben ist und sie muss sich nicht großartig verstellen. Diese Ungezwungenheit sieht man vor allem auch im Klassenzimmer, weil die Mädels, die trauen sich da viel mehr Fragen zu stellen, vor allem auch nicht nur zu schulischen Belangen, sondern auch mal persönliche Themen anzureden, ohne dass sie sich ja für Fragen und Anliegen großartig genieren müssen. Wir bieten natürlich auch ein Wahlpflichtfach Ernährung und Gesundheit an, aber so klischeehaft, dass man die Mädchen nur in Hauswirtschaft und Haushaltsführung ausbilden, ist es dann doch nicht. Vor allem die Mädels, die werden hier schon ganz früh an naturwissenschaftliche Themen herangeführt, mit der 5. Klasse, mit der Entscheidung für die Forscherklasse, mit den MINT-Förderungen, mit dem Wahlfach Robotik oder auch Technik für Kids. Unser Einsatzzweig, der ist auch von den Mädels sehr gut besucht und sie trauen sich da vor allem viel mehr zu, Fragen zu stellen, nachzufragen, Interessen anzusprechen, die dann im Unterricht auch umgesetzt werden können. Wie gesagt, es wird speziell auf die Interessen eingegangen der Mädchen und im Klassenzimmer, da sitzen tatsächlich nur Mädels. Und in so einem Hühnerhaufen, da kann es schon mal auch zu Zickereien kommen und zu Problemen untereinander oder auch mal mit der Lehrkraft. Aber wir schauen immer, dass die Probleme offen angesprochen werden, dass eine Lösung gefunden werden kann. Es ist auch so, dass wir Werte wie Hilfsbereitschaft und eben einen ehrlichen Umgang miteinander fördern und fordern wollen. Und es wird hier keine alleine gelassen. Die Mädchen helfen sich eben gegenseitig, wenn man merkt, da ist jemand, die hat ein Problem, da wird es angesprochen, da wird eine Lösung gesucht und eben auch diese Gemeinschaft gestärkt. Nicht nur jetzt mit Tutorinnenprogrammen oder mit einem Klassenrat, wo man eben diese Probleme ansprechen kann, sondern auch, wir haben eine SNV, zu der man immer vertrauensvoll gehen kann und wo eben versucht wird, miteinander eine Lösung zu finden. Dieser ungezwungene Umgang miteinander und auch die Werte, die wir nicht nur vermitteln, sondern auch von den Mädels gelebt werden, das ist eben das Besondere, das uns als Mädchenrealschule in kirchlicher Trägerschaft auszeichnet. Und was das kirchlich ganz genau heißt, wird Ihnen jetzt Schwester Ursula erklären. Sie sehen hinter mir das Kreuz in unserer Pausenhalle, ein deutliches Zeichen für uns als kirchliche Schule. Mathematisch kann man das Kreuz auch als Plus verstehen. Wie wird dieser Mehrwert einer kirchlichen Schule bei uns deutlich? Natürlich gehört zu einer kirchlichen Schule die religiöse Dimension und die Offenheit dafür. Wir feiern gemeinsam Schulgottesdienste, beginnen den Tag mit dem Schulgebet und begleiten unsere Schülerinnen bei frohen und traurigen Anlässen. Das Kreuz ist bunt. Auch unser Schulleben ist bunt. Wir verstehen uns als Schulfamilie, zu der Eltern, Schülerinnen, Lehrer und alle am Schulleben Beteiligten gehören. Jeder Einzelne wird gesehen und wertgeschätzt. Das beginnt beim Grüßen im Schulhaus. Ich denke aber auch an die Begleitung der 5. Klassen durch unsere Tutorinnen beim Start in der neuen Schule. Ich denke an unsere schönen Abschlussfeiern und an die vielen Kontakte, die über die Schulzeit hinaus bestehen. Zu unserer Schule gehört auch eine qualifizierte Erziehung durch engagierte Lehrkräfte. Alle Lehrkräfte haben sich bewusst für unsere Schule entschieden und sehen es als ihren Auftrag an, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch Herzensbildung, also Erziehung. Selbstverständlich gehört zu unserer Schule auch ein Unterricht auf der Höhe der Zeit. Dazu gehört die gute technische Ausstattung, die schon mehrfach erwähnt wurde. Ich denke auch an die Lehrer, die sich durch Fortbildungen für diese neuen Methoden immer wieder weiterqualifizieren. Ich denke auch an die Gedanken des fairen Handels, der in unserer Schule sehr bewusst einen Raum und Platz hat mit einer eigenen
Arbeitsgemeinschaft und ich denke an die vielen Projekte zur Bewahrung der Schöpfung. Bei allem ist es uns sehr wichtig, den uns anvertrauten Schülerinnen Werte zu vermitteln, ihnen Selbstbewusstsein, kritisches Denken und Verantwortungsbewusstsein mitzugeben, damit sie in der Welt ihre Frau stehen können. Als nächstes sehen und hören Sie ein Video, wie die Eltern unsere Schule erleben. Mein Name ist Martina Dinders. Ich bin in der Vorstandschaft im Elternbeirat. Unsere Tochter besucht seit 2,5 Jahren die Ursulinen-Realschule. Wir schätzen vor allem die enge Zusammenarbeit mit Lehrern, Schülern und uns Eltern. Uns war wichtig, dass unserer Tochter auf der Schule alle Möglichkeiten offen stehen. Wir fühlen uns auch in der schwierigen Zeit von Corona gut aufgehoben. Wir haben uns für eine Mädchenschule entschieden, weil es der Wunsch unserer Tochter war. Bereits am Infotag hat sie gewusst, dass sie hier zur Schule gehen möchte. Sie hat sich an der Ursulinen-Realschule sofort wohl und aufgenommen gefühlt. Unsere Erfahrungen mit der Ursulinen-Realschule sind sehr gut. Hat man Fragen, ist immer jemand erreichbar. Im Sekretariat, aber auch die Lehrkräfte. Also unsere Tochter geht gerne zur Schule und das sagt ja schon mal viel aus. Die Stärken einer reinen Mädchenschule sind unserer Meinung nach die besseren Lernchancen, vor allem auch in den MINT-Fächern. Die Mädels trauen sich einfach eher Fragen zu stellen, wenn sie unter sich sind. Hallo, mein Name ist Juliane Zwickenpflug. Wo viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, da können sie die ganze Welt verändern. Und genau so ein Ort ist die Ursulinen-Realschule für uns. Jeden Tag, wenn die Lehrer in die Klassenzimmer gehen und dort mit kleinen und großen Schritten auf unsere Kinder einwirken, hinterlassen sie Spuren. Und mit diesen Spuren verändern sie indirekt die Welt. Wir haben uns für eine Mädchenrealschule entschieden, weil wir der Meinung sind, dass geschlechtsneutrales Lernen für die Kinder bereichernd sein kann, dass sie ohne Konkurrenzkampf zum anderen Geschlecht, ohne Druck und mit weniger Zickerei lernen könne. Diese Meinung haben uns unsere zwei Töchter, die auf der Ursulinen-Realschule bereits sind, bestätigt. Mit kommt bei uns dazu, warum wir uns für die Ursulinen-Realschule entschieden haben, weil wir es sehr wichtig finden in der heutigen Gesellschaft, noch mehr denn je, dass christliche und menschliche Werte weitaus mehr gelebt werden sollte, wie man es eigentlich schon durchs eigene Elternhaus überhaupt prägen kann, sodass genau eben auch in den Bildungseinrichtungen diese Werte vermittelt werden sollte. Diese christlichen Werte werden in der Ursulinen-Realschule sehr hoch geschrieben und vor allem auch ganz praktisch und alltagsnah umgesetzt und ausgelebt. Das war uns sehr wichtig und da legen wir auch selbst sehr viel Wert drauf. Unseren Mädels tut das sehr gut. Sie erfreuen sich daran, dass eben hier diese Werte so hochgeschrieben werden. Sie sagen auch selbst, dass man als Mensch davon profitiert. Und wir empfinden, dass unsere Kinder auf der Ursulinen-Realschule sehr gut aufgehoben sind, dass sie da behütet sind und dass sie in einem Umfeld da zur Schule gehen können, dass sie mit Harmonie und aber auch mit dem Gefühl der Sicherheit begleitet werden. Wir würden uns immer wieder für diese Schule entscheiden und ich kann sie von ganzem Herzen und ganz aufrichtig einfach auch nur jedem weiterempfehlen. Tschüss! Nun sind Sie sicher schon gespannt, unter welchen Voraussetzungen Ihre Tochter an unsere Schule wechseln kann. Dazu wird Ihnen jetzt Herr Dremmel und Frau Arndt etwas sagen. So, guten Morgen, liebe Eltern, liebe Mütter, liebe Väter. In einer kurzen PowerPoint-Präsentation haben wir noch mal ganz kurz zusammengefasst, unter welchen Bedingungen ein Mädchen unsere Schule besuchen kann.
Sie sehen hier Past. Sie haben gerade drei Damen gesehen, die das Ganze schon hinter sich haben und nun glücklich sind, ihre Kinder auf unsere Schule gegeben zu haben. Sie sind bestimmt vor einigen Jahren auch hier durch unser Schulgebäude gewandelt, in der Unsicherheit, sollen wir es wagen oder nicht. Und jetzt sind sie glücklich über ihre Entscheidung. Interessant finde ich, dass diese Eltern damals vor diesen Jahren noch nichts von Corona wussten. Wer hätte gedacht, dass heute diese Übertrittsveranstaltung nun in dieser Form dargestellt wird? Future ist auf diesen Schildern gestanden. Sie möchten das Beste für ihre Tochter, die beste Zukunft. Und wir als Lehrkräfte wollen dazu beitragen, dass ihre Tochter die beste Zukunft bekommt, den bestmöglichen Schulabschluss. Und jetzt bleiben wir in der Gegenwart. Jetzt kommen 2 Monate Showdown. Die letzten Prüfungen an der Grundschule, je nach Corona-Lage, werden jetzt gemacht. Und dann gibt es die Anmeldung bei uns an der Realschule. Sie werden im Mai an der Grundschule ein Übertrittszeugnis bekommen. Und in diesem Übertrittszeugnis sind ganz besonders wichtig die Noten in den Fächern Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachunterricht. Und diese Noten entscheiden, wie genau die Anmeldung an der Realschule aussehen wird. Sollten diese Noten im besten Falle einen Durchschnitt von 2,66 oder besser ergeben, dann führt der Weg direkt zu uns an die Schule. Sie kommen in der 2. Woche im Mai an unser Sekretariat, haben im besten Falle online schon einige Anmeldeunterlagen ausgefüllt, melden Ihre Tochter hier an und der Weg führt direkt an die Realschule und wir sehen uns im September hier an der Schule mit neuen Lehrkräften. Wer jetzt diesen Notendurchschnitt von 2,66 nicht ganz erreichen wird, muss nicht traurig sein. Es gibt noch einen zweiten Weg in die Grundschule mit dem sogenannten Probeunterricht und den darf meine junge Kollegin Frau Arndt vorstellen. Ja, genau. Es gibt immer einen zweiten Weg und der zweite Weg wäre eben der Probeunterricht, falls ein Schnitt von 3,0 oder schlechter wäre. Der Probeunterricht wäre dann bestanden mit einer 3 oder einer 4 in den Fächern Mathematik oder Deutsch. Dieser Probeunterricht findet bei uns an der Realschule statt, in unserem Haus, aber dazu erklärt Frau Amann später nochmal mehr. Falls man jetzt keine 3 oder 4 in den beiden Fächern hat, dann gilt der Probeunterricht als nicht bestanden, also einmal eine 5 oder schlechter. Aber auch da wäre noch eine zweite Möglichkeit, denn auch nach einem Jahr Mittelschule kann man noch in die Realschule eintreten. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man an einer höheren, also nach der 6. Klasse Mittelschule auch noch eintreten kann. Dazu müsste man allerdings Kontakt mit der Schulleitung aufnehmen. Falls Sie Fragen haben diesbezüglich zum Probeunterricht oder eben auch zu dem Aufnahmeablauf, können Sie sich natürlich jederzeit gerne an uns wenden, an die Schule, per Telefon oder eben per Mail. So, aber wir haben natürlich auch ganz tolle Profilklassen in unserer 5. Jahrgangsstufe, die ich Ihnen jetzt mal ganz kurz mal erklären möchte. Ihre Schülerin soll nämlich sich eines unserer Profilklassen eben wählen. Da haben wir eine neue PEN-Klasse, die gibt es einzigartig nur bei uns hier in Niederbayern und startet heuer dieses Schuljahr ganz neu. Dann haben wir eine Forscherklasse und eine Gestaltungsklasse. Und in diesen 3 Klassen darf Ihre Tochter schon das erste Mal selbst nach ihren Interessen oder eben auch nach ihren Neigungen festlegen, welches Fach sie denn zusätzlich noch haben möchte. Sie hat dann in der 5. Klasse 2 weitere Stunden in dieser Profilklasse, in diesem Profilfach. Also Band, Forschen oder Gestalten. Damit man jetzt einen ersten Einblick von diesen 3 Profilklassen kriegen kann, ist es so, dass wir uns jetzt ein Video anschauen. Da stellen sich diese drei Klassen einmal vor. Ich gehe gerne in die Gesangsklasse, weil ich gerne neue Instrumente ausprobiere und gerne singe.
Wenn ich in der Schule mit meiner Lehrerin, mit meinen Mitschülern sitze und singe, da bin ich einfach total happy und fröhlich. Natürlich ist es eure Entscheidung, aber ich würde euch raten, wenn ihr gerne singt, dann geht in die Gesangsklasse. Ich mag forschen, weil wir da Hologramme Projektor basteln und wir entziffern geheime Rätsel. Wir machen einen Backpulver-Vulkan, der auch Lava spucken kann, und bringen eine Schlange zum Tanzen. Wir programmieren Roboter und ich finde Forschen toll und würde es auch weiterempfehlen. Ich gehe in die Gestaltungsklasse, weil ich gerne bastle und male, mein Zimmer dekoriere und kreativ bin. Dir würde ich die Gestaltungsklasse empfehlen, weil man dort malen kann mit verschiedenen Stiften und Farben. Dort kann man aber auch basteln mit Papier und Stoff und auch arbeiten mit Wolle, zum Beispiel häkeln und weben. Hier kannst du einfach kreativ sein. Also Sie haben jetzt erstmal die ersten Statements von unseren Schülerinnen gehört, die schon in diesen Profilklassen sind. Und ich hoffe, dass Sie oder eben Ihre Tochter dadurch einen ersten Eindruck kriegen konnte und vielleicht die Entscheidung somit leichter fällt. Allerdings haben wir auch noch erste Eindrücke, die wir Ihnen jetzt zeigen möchten, was denn da alles geforscht, gebastelt oder gesungen wird in den Klassen. Und das sehen Sie in einem weiteren Beitrag. Mein Name ist Sophia Feldmeier. Ich bin die Musiklehrerin hier an der Ursulinen-Realschule. Ich freue mich sehr, ab dem kommenden Schuljahr als erste Realschule in Niederbayern mit einer Bandklasse starten zu können. Du wolltest schon immer ein Instrument lernen oder hast Lust, mit anderen zusammen auf der Bühne zu stehen? Dann bist du hier genau richtig. Neben dem regulären Unterricht hast du noch 2 weitere Stunden Band. Hier vertiefst du deine Fähigkeiten am Instrument und erarbeitest in der Gruppe verschiedene Songs. Hast du jetzt Lust bekommen? Ich freue mich auf dich. Du hast Spaß am Handarbeiten, Basteln und Dekorieren, dann bist du genau richtig in unserer Gestaltungsklasse. Hier kannst du lernen, dein eigenes Stirnband zu stricken, einen Untersetzer zu weben oder aber auch deine eigene Tasche zu nähen, ganz professionell mit der Nähmaschine. Hier siehst du ein Beispiel aus einer alten Jeanshose. Wir legen großen Wert auf verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit bereits vorhandenen Textilien, aber uns ist auch wichtig, dass du deine eigene Kreativität ausleben kannst. Du siehst jetzt ein paar Beispiele von unseren Schülerinnen. Wichtig mit dem Umgang der Nähmaschine ist natürlich die richtige Bedienung. Du wirst lernen, exakte Nähte zu ziehen, die Kombination zwischen verschiedenen Materialien richtig anzuwenden und die Formensprache zu beherrschen. Jetzt bist du neugierig geworden? Dann freuen wir uns, dich im September bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dann! Thank you.
So, wir hoffen, ihr seid jetzt neugierig geworden und konntet vielleicht auch schon wählen, für euch entscheiden, welches Fach ihr denn am liebsten hättet. Aber ich möchte euch natürlich auch gerne noch meine Kollegen vorstellen, die euch sagen, warum gerade wir Lehrer auch so gerne an der Ursulinen-Realschule unterrichten. Farina, du hast heute unseren tollen Schulpullover dabei. Was hat es denn damit auf sich? Genau, unser Schulpulli. Den habe ich mitgebracht, weil ich einfach finde, dass der für uns steht. Warum? Weil unsere Mädchen hier kreativ sein dürfen, weil sie ihre Ideen einbringen können und wir versuchen gemeinsam, diese umzusetzen. Und so ist eben auch unsere Schulkleidung, die heiß geliebt ist, entstanden. Dieses Gemeinsame, dieses Zwischenmenschliche, das ist auch das, was unsere Mädchen und unsere Schule auszeichnet. Hier haben wir zum Beispiel auch verschiedene Systeme, wo unsere Schülerinnen eben gemeinsam zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel unser Tutorinnensystem, bei dem die 8. und 9. Schülerinnen unsere Jüngsten in allen Bereichen unterstützen. Sei es der Start in den ersten Schulwochen, sei es, dass sie gemeinsam schöne Tutorinnen-Nachmittage veranstalten, bei denen gebackt, gesungen, gespielt, getanzt, gelacht und einfach alles, was richtig Spaß macht, veranstaltet wird. Außerdem haben wir auch unser Nachhilfesystem. Bei uns ist ganz schnell eine Schülerin aus der oberen Klasse gefunden, die euch, wenn ihr vielleicht einfach Anfangsschwierigkeiten habt in neuen Fächern, schnell unter die Arme greifen kann. Dieses soziale Engagement ist aber nicht nur bei uns in der Schule, zwischen uns ganz groß, sondern auch außerhalb. Und so gibt es bei uns die Reichenbach-Aktion jedes Jahr vor Weihnachten, bei dem unsere Mädchen die innigsten Wünsche der behinderten Heimbewohner von Reichenbach erfüllen. Damit dieses soziale Engagement aber gebührend gewürdigt wird an unserer Schule, gibt es bei uns schon seit Jahren den Sozialpreis. Dieser wird in einer besonderen Form verliehen und hier werden Schülerinnen von der 5. bis zur 10. Klasse ausgezeichnet, geehrt und als Belohnung gibt es einen schulfreien Tag und den dürfen sie ganz toll in den Erdinger Thermen verbringen. Und die Verleihung dieses Sozialpreises ist eingebettet in eine wunderbare Jahresschlussparty. Unser letzter Schultag wird hier stattfinden, erstmal oder draußen in der Pausenhalle, wo die Mädels gerne in Tracht und Lederhosen kommen und dann zu einer Party, wo die Schulband spielt und wo Live-Musik ist, Preise verliehen werden. Also auch für Mädels, die einen Preis haben, in Sportfesten und so weiter. Sie sehen, feiern ist unser zweiter Vorname, nicht nur am letzten Schultag. Es gibt auch einen schönen SMV-Spieletag im Sommer, wo draußen auf einem Sportplatz eine Lehrermannschaft gegen Schüler spielen. Das ist immer ein Highlight und die Lehrer haben nicht immer unbedingt die Nase ganz vorn. Es sind auch manchmal Schüler, die dann die Lehrer hier abzocken. Da draußen gibt es schöne Spiele mit Gummistiefel weit werfen oder auch Maskrug schieben, natürlich ohne Bier in Maskrug. Unser SMV-Spieletag ist immer eine schöne Veranstaltung. Unser Maibäumchen, das dann dort drüben auch zu sehen ist, ist ein Symbol für unser Maifest. Bei Grillschmankerl hier im Hof, auch bei schöner Live-Musik und toller Stimmung, feiert die ganze Schulfamilie hier an unserer Schule und es können Begegnungen entstehen und die Schule wird da so richtig mal auch zum Feiern einfach. Ein schöner Ort. Im Fasching, wir sind ja Mädchenschule, da wird traditionell natürlich am unsinnigen Donnerstag gefeiert. Wir nennen das ja in Bayern den Weiberfasching. Darf natürlich auch Papa Schlumpf nicht fehlen mit seiner Verkleidung und natürlich auch viel Musik mit toller Stimmung, mit Polonaise, Blankenese, da brummt richtig der Bär in unserer Turnhalle.
Das Fach Hauswirtschaft stellt mit ihrem Team tolle Cocktails, gesunde Cocktails her. Außerdem feiern wir über das ganze Jahr über natürlich auch entsprechend des liturgischen Jahres Feste wie das Osterfest, den Ostergottesdienst, Weihnachtsgottesdienst. Und der schönste und wichtigste Tag an unserer Schule ist der 21. Oktober. Da ist nämlich Ursula und da gibt es immer ganz besondere Events. Einer der großartigsten Dinge war vorletztes Jahr eine Sonderzugfahrt mit der ganzen Schule nach Regensburg, wo wir dort im Dom zu Regensburg einen ganz tollen Gottesdienst gefeiert haben. Und zu den Fahrten hören wir jetzt noch ein bisschen mehr von der Sandra. Stimmt, danke. Das war ein wirklich beeindruckendes Erlebnis, dieser Ausflug nach Regensburg. Aber ich denke noch an so viele weitere Fahrten, die wir mit unseren Mädels und eventuell natürlich auch mit ihren Töchtern unternehmen dürfen. So sehen Sie jetzt auf den Bildern gerade einen Ausschnitt aus unserem Schulanteilaufenthalt in Furt im Wald. Da fahren unsere 5. Klassen zum Kennenlernen hin. Wir haben in der 7. Klasse unsere Wintersporttage. Die 8. Klassen dürfen auf einer Studienfahrt ins Ausland. Die 9. Klassen fahren zu den Tagen der Orientierung und in der 10. Klasse dann natürlich gibt es die Abschlussfahrt. Zahlreiche Exkursionen finden natürlich bei unserer Schule statt und auch zweimal im Jahr der Wandertag zu Beginn und zum Ende des Schuljahres, an denen du, Emram, traditionell deine Gitarre dabei hast, wenn wir beispielsweise picknicken. Country roads, take me home. Die Musik spielt natürlich bei uns eine ganz, ganz große Rolle und da gibt es eine Menge tolle Wahlfächer. Zum Beispiel die Schulband. Wenn also Ihre Tochter einsteigt jetzt in diese Schulbandklasse, aber auch andere begabte Schülerinnen wählen sehr gerne das Wahlfach Schulband. Da kann man natürlich all diese Feste gestalten. Wir sind auch außerhalb unterwegs mit der Schulband im Landkreis. Außerdem, wer sich gern bewegt zur Musik, ist in der Tanz-AG bestens aufgehoben, macht fit und macht unheimlich Spaß. Wer hoch hinaus will, sein Selbstbewusstsein stärken will, geht in die Kletterhalle mit unserem Wahlfach. Dort kann man wirklich Körper und Geist gut trainieren. Sie sehen gleich auf dem Bild auch eingeblendet, welches Mädchen träumt nicht vom Reiten. Der Traum ihres Mädchens könnte bei uns in Erfüllung gehen. Wir haben Kontakt zu einem attraktiven Reitstall hier in der Gegend, in schöner Landschaft eingebettet. Natürlich auch indoor sind die Kurse dann fürs Wahlfach Reiten angeboten. Es gibt, wie vorher schon gehört, das Wahlfach Fairtrade, das hier in diesem Raum, wo Sie jetzt hereinsehen, ein Laden, ein Angebot ergänzt von unserem Pausenverkauf, der Laden hier, der fair gehandelte Waren in Bio-Qualität anbietet. All das übernimmt unser Wahlfach Fairtrade. Es gibt Italienisch mit unserer waschechten Italienerin Frau Riccadonna. Fahren die mit ersten Italienischkenntnissen mit Buongiorno und Arrivederci an den Gardasee und probieren dort ihre Italienischkenntnisse aus. Wir haben natürlich auch schöne Wahlfächer wie Theater, wo hier dieser Raum verzaubert wird, Robotik, wie vorher schon erwähnt, und Technik für Kinder. Aber wir haben natürlich auch Unterricht. Und zum Unterricht erzählen uns wieder die Sandra ein bisschen was. Ja, das ist eine tolle Auswahl an Wahlfächern, die wir hier an der Realschule anbieten. Aber das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf unserem Unterricht. Und so versuchen wir mit einem differenzierten und abwechslungsreichen Unterricht Ihre Tochter da abzuholen, wo sie sich nach der 4. Klasse befindet. Wir haben beispielsweise in unseren 5. Klassen eine Lernen-Lernen-Stunde, die wird von der Klassleitung unterrichtet. Da wird Ihre Tochter, wenn sie in der 5. Klasse bei uns an der Schule ist, zusätzlich eben an das neue Lernen herangeführt. Dann gibt es eine zusätzliche IT-Stunde, die ist vom KM mittlerweile vorgeschrieben. Die haben wir in den 5. Klassen installiert, sodass Ihre Tochter hier in dieser Stunde unter fachlicher Anleitung mit diesem digitalen Leihgerät, das sie von uns zur Verfügung bekommt, eben an die Arbeit, an die digitale Arbeit herangeführt wird und unterstützt wird. Diese Arbeit am Laptop oder an diesem Tablet hat zeitgleich auch die Lehrkraft, sodass hier das wirklich Hand in Hand geht. Sie, liebe Eltern, werden dann sozusagen natürlich entlastet und die Mädchen von uns unterstützt. Gerade jetzt in Zeiten von Corona, haben Sie vielleicht gemerkt, ist es besonders wichtig, dass hier auch mit der Schule eben ein
guter Austausch und eine gute Zusammenarbeit wichtig ist. Dieser Methodenmix zeichnet uns als Realschule klar aus. Aber weiter, Farina. Danke, Sandra. Genau dieser Methodenmix ist für uns Lehrer wirklich super leicht hier einzubauen, weil wir einfach oder unsere Schule einfach eine hervorragende technische Ausstattung hat. Wir haben mittlerweile in allen Klassenzimmern interaktive Screens, die zum einen als analoge Tafel verwendet werden kann, aber zum anderen eben auch sämtlichste digitale Möglichkeiten hat. Wir haben im ganzen Schulhaus ein sehr zuverlässiges WLAN-Netzwerk und sogar ein eigenes WLAN-Netzwerk für unsere Schülerinnen, damit einfach mal in Projektarbeiten oder Gruppenarbeiten auch mal selbstständige Recherchen von den Schülerinnen möglich sind. Ganz neu und ganz interessant für euch ist dieses Gerät hier. Das ist ein Mittelding zwischen Laptop und Tablet inklusive Stift und Touch. Und das Gute daran ist, ihr bekommt es alle, wenn ihr zu uns kommt, von der Schule zur Verfügung gestellt. Und wir Lehrer haben eben das gleiche Gerät auch. Und dann fällt es uns natürlich viel leichter, euch da zu unterstützen und bei Problemen Hilfestellung zu geben. Genau. Was zu unserer Schule auf alle Fälle zählt und nicht nur für mich als Deutschlehrer, sondern ich glaube, für alle unsere Lehrer hier, ist ein Herzstück unsere Bibliothek. Diese ist ganz neu mit ganz viel Liebe und Leidenschaft eingerichtet worden und wird von unseren Schülerinnen einfach perfekt angenommen. Und deshalb will ich jetzt das Wort an die Jule übergeben. Die ist aus der 7. Klasse und Mitglied unseres Bibliotheksteams und die kennt sich in der Bibliothek hervorragend aus. Hallo, ich bin Jule aus dem Schulbibliotheksteam und tauche mit euch jetzt in eine tolle Lesewelt ein. Unsere Schulbibliothek hat daher den Namen Aquarium, da die großen Fenster daran erinnern. Wann immer ihr sie auch betreten werdet, ich verspreche euch, ihr fühlt euch wohl wie ein Fisch im Wasser. In unserer Bücherei erwartet euch ein buntes Büchermeer mit verschiedenen Sitzgelegenheiten. Zum Beispiel Wellenbänke, Hockeys, Sitzkissen und Sitzsäcke oben auf unserer Galerie. Überall ist es richtig gemütlich. Du findest hier eine Wohlfühloase für Bücherwürmer, kannst durch die aktuellsten Bücher blättern und in Zeitschriften schmökern. Für pure Entspannung sorgt unsere Hörinsel, auf der ihr in verschiedene Hörbücher abtauchen könnt. Viel Spaß bringen unsere Spiele sowie die Aktionen von Lehrkräften und ehemaligen Schülerinnen des Bibliotheksteams. Unsere monatlichen Highlights, wie zum Beispiel die Vorlesepause, sind hier zu Hause. Mit unserer rollenden Bücherei finden unsere Bücher sogar einen Weg in eure zukünftigen Klassenzimmer. Ihr werdet merken, lesen wird an der Ursulinen-Realschule großgeschrieben. Auf geht's! Ja, das war Jule mit unserer einzigartigen Bibliothek. Und jetzt kommt unsere erste Schülersprecherin, die Charlie aus der 10a, die ihre Erfahrungen hier an der Schule Ihnen und euch näher bringen will. Also ich bin an diese Schule gekommen, weil meine große Schwester schon hier war und sie hatte sehr viele gute Sachen über die Schule zu sagen. Dann habe ich mich mit meiner Zwillingsschwester dazu entschieden, herzukommen. Und einer der Gründe war dafür, dass es eine Mädchenschule ist und ich aus der Grundschule noch wusste, dass mit Jungs die Klasse ein bisschen lauter sein kann. Aber unter Mädchen ist es eigentlich immer ziemlich ruhig und so kann man natürlich auch teilweise besser lernen. Und diese Schule liegt sehr zentral und es liegt sehr nah am Stadtplatz. So kann man zum Beispiel in der Mittagspause einfach irgendwie zum Döner Moni oder so gehen und sich da einfach schnell was zu essen kaufen. Es gibt ja auch große Aufenthaltsräume, von daher ist es kein Problem, hier auch in den Mittagspausen zu bleiben.
Es gibt natürlich auch sehr viele schöne Fahrten. In der 5. Klasse zum Beispiel kann man allein Schulentheim fahren, was sehr schön war. Es liegt schon länger zurück, aber ich habe es noch sehr schön in Erinnerung. In der 7. Klasse war zum Beispiel ein Skilager. Das war auch sehr schön. Wir sind nach Österreich gefahren und sind Ski gefahren. Oder man konnte auch ein Abenteuerprogramm machen. In der 8. Klasse gab es eine Studienfahrt nach zum Beispiel Prag oder Straßburg oder nach Österreich. Das war auch sehr schön, vor allem das Essen war sehr gut. Und in der 10. Klasse natürlich die Abschlussfahrten. Leider ist es dieses Jahr ausgefallen, aber ich habe von anderen Schülern gehört, dass es immer sehr schön war. Dann zur aktuellen Lage. Natürlich ist es jetzt blöd mit der ganzen Corona-Sache, aber ich muss sagen, der Unterricht läuft eigentlich ziemlich gut mit Teams ab und die Lehrer haben sich ziemlich schnell darauf eingestellt und bis jetzt läuft alles eigentlich ganz gut. Sehr geehrte Eltern, Sie stehen jetzt vor der großen Frage, für welche Schule soll ich meine Tochter nächstes Jahr anmelden? Dazu möchte ich Ihnen ein paar Entscheidungshilfen geben. Auch wenn Sie die richtige Schule für Ihre Tochter suchen, machen Sie sich deswegen keinen Stress, sondern gehen Sie das Ganze gelassen an. Die Wahl der Schule ist keine Entscheidung, die das Leben Ihrer Tochter festlegt. Höhere Abschlüsse können auch nachgeholt werden. Suchen Sie vielmehr eine Schule, die die Stärken Ihrer Tochter unterstützt und die Ihre Schwächen auffängt. Hilfreich für die Entscheidung und die Wahl der Schullaufbahn ist ein Blick auf die Voraussetzungen, die Ihre Tochter mitbringt. Dazu können Ihnen folgende Fragen helfen. Sind die Noten Ihrer Tochter mit viel oder wenig Lernaufwand entstanden? Lernt Ihre Tochter gern? Welche besonderen Begabungen hat Ihre Tochter? Wo braucht Ihre Tochter besonders Unterstützung? Und vor allem, worin soll die Schule Ihre Tochter unterstützen? Am besten machen Sie sich vor Ort ein Bild von der Schule. Hier bekommen Sie am besten einen Einblick, welche Atmosphäre an der Schule herrscht. Gerne zeigen wir Ihnen auch unsere Realschule. Sie können sich jederzeit über das Sekretariat anmelden. Die Schulhausführung wird Ihnen helfen, zu erkennen, ob unsere Schule die richtige für Ihre Tochter ist. Und wenn Ihre Tochter den Probeunterricht besuchen muss, Frau Ammann hat das Wesentliche für Sie zusammengefasst. So, zum Probeunterricht. Der Probeunterricht findet bayernweit vom 18. bis 20. Mai statt. Bei uns an der Mädchenrealschule wird er folgendermaßen durchgeführt. Er startet täglich um 8 Uhr, da können dann die Eltern oder die Mama die Schülerin hier in die Schule bringen. Die wird abgeholt, von der Lehrkraft dann zum Zimmer gebracht und eben in kleinen Gruppen in positiver Atmosphäre dann für den Probeunterricht die 3 Tage betreut. 2 Lehrkräfte, eine für Deutsch und eine für Mathematik, die auch in den 3 Tagen nicht wechseln, haben ihre Tochter hier dann im Unterricht. Und in den 3 Tagen gibt es eine mündliche Einführung, einfach um das Ganze aufzulockern, die Schülerinnen kennenzulernen und die Schülerinnen dann auch die Lehrkräfte, die sie dann kennenlernen können. Die 3 Tage bestehen nicht nur aus schriftlichen Prüfungen, sondern auch aus spannenden Unterrichtsgesprächen, wo man eben schaut, wie die Mitarbeit ist, wie die Fragen aufgefasst werden und wie sie sich ausdrücken. Der erste Tag läuft so ab, da wird erst einmal zum Textverständnis, zur Lesekompetenz abgeprüft, dann kommt eine Pause, dann mit einem Deutschaufsatz erzählen zu einem Text, das kennt ja die Schülerin schon aus der Grundschule, und dann eben mit Mathematik. So geht dann auch der 2. Tag weiter, der dann endet, indem Aufgaben zur Rechtschreibung und zur Grammatik einfach gestellt werden.
Der dritte Tag, der ist rein mündlich, da sind die ganzen schriftlichen Prüfungen dann vorbei. Da gibt es ein Unterrichtsgespräch in Deutsch und ein Unterrichtsgespräch in Mathematik, wo einfach ja, zwanglos und ganz offen eben diese beiden Fächer ja, unterrichtet werden. Es ist wie ein ganz normaler Unterrichtstag an der Schule auch. Die Pausen, die finden außerhalb unserer normalen Pausenzeiten statt, damit das, also ich meine, der Probeunterricht, der ist ja schon stressig genug, dass sie sich die Mädchen da ein bisschen freier bewegen können, ohne eben da unter die anderen Schülerinnen gemischt zu werden. Frau Arndt hat Ihnen ja bereits erklärt, wie das mit dem Bestanden und mit dem Übertritt an die Realschule ist. Wichtig nochmal zu sagen ist, auch wenn Ihre Tochter den Probeunterricht am Gymnasium absolvieren sollte, ist das noch keine endgültige Entscheidung. Sie können dann auch immer noch entscheiden, nein, die geht jetzt doch an die Realschule. Wenn der Probeunterricht am Gymnasium nicht bestanden ist, gibt es immer noch die Möglichkeit, im September, da ist ein Nachtermin zum Probeunterricht an der Realschule, hier eben dann den Nachtermin nochmal anzustreben und zum Schauen, ob man es dann besteht. Die Aufgaben und der Notenschlüssel, der ist bayernweit einheitlich. Und auch wenn diese drei Tage natürlich ein enormer Druck für Ihre Tochter ist und so ein Probeunterricht an einer fremden Schule nicht ganz ohne, würde ich Ihnen trotzdem empfehlen, das auf jeden Fall zu versuchen, weil wir hier schauen wirklich drauf, dass das Ganze einfach lockerer und offener ist, sodass man sich da nicht unbedingt fürchten muss vor einem Probeunterricht. Zum offenen Ganztag sehen Sie jetzt noch ein Video von der Frau Stadtmüller, die leitet den. Und da erfahren Sie Weiteres. Die offene Ganztagsschule bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Tochter nach dem Vormittagsunterricht familiengerecht betreuen und fördern zu lassen. Dieses Angebot bedeutet gerade für die berufstätigen Eltern eine große Entlastung im Alltag. Unser Angebot richtet sich aber auch an alle Eltern, die sich für ihre Tochter speziell bei den Hausaufgaben eine Unterstützung wünschen. Die Möglichkeit zur Nachmittagsbetreuung besteht bei uns an Schultagen von Montag bis Donnerstag. Sie können Ihre Tochter an allen vier Tagen bei uns anmelden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, nur drei Betreuungstage zu buchen. Die Betreuungszeit besteht täglich von 12 bis 16 Uhr, beziehungsweise optional auch bis 17 Uhr. Das heißt, wir bieten Ihnen eine relativ lange Betreuungsmöglichkeit für Ihre Tochter. Unser Betreuungsangebot können Schülerinnen der 5. bis 10. Jahrgangsstufe sowohl aus der Realschule als auch aus dem Gymnasium nutzen. Das heißt, bei uns sind Schülerinnen von beiden Schulen, die hier gemeinsam den Nachmittag verbringen. Das Besondere an unserer offenen Ganztagsschule ist, dass hier ausschließlich pädagogische Fachkräfte arbeiten, von denen jede täglich da ist. Ihre Tochter hat bei uns deshalb keine wechselnden Betreuungspersonen, sondern feste Ansprechpartnerinnen, die sie durch den ganzen Nachmittag pädagogisch begleiten. Außerdem ist bei uns an mehreren Tagen während der Lernzeit eine Lehrkraft in der Einrichtung, die Ihre Tochter bei den Hausaufgaben fachkundig unterstützen kann. Das alles ist nicht selbstverständlich für eine offene Ganztagsschule und spricht für die Qualität unserer Betreuung und Förderung. Wir kommen nun zu den Fragen, die Sie uns über den Chat stellen könnten. Wir machen so, wir lesen jeweils die Frage vor, weil Sie ja die Frage jetzt nicht vorliegen haben und dann geben wir jeweils eine Antwort drauf. Die erste Frage bei mir wäre jetzt, bei Ihnen muss man im Gegensatz zu staatlichen Schulen Schulgeld bezahlen. Was bekommt meine Tochter dafür? Sie haben ja schon am Anfang bei den Ausführungen von Herrn Ernst gehört, dass es also ein vielfaches Plus für dieses Schulgeld gibt. Ich denke an das modern ausgestattete Schulhaus. Ich denke an den Zugang zu Microsoft Office-Konten mit den Anwendungen, Windows und allen weiteren Anwendungen, die Ihre Tochter haben kann dadurch. Ich denke an die E-Books in der 5. Klasse, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Oder ich denke auch an diese Tablets, die in der 5. Klasse ebenfalls Ihrer Tochter kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
Eine weitere Frage war, ob Ihre Tochter getauft sein muss. Also wir sind zwar eine kirchliche Schule, aber die Taufe ist keine Voraussetzung für die Aufnahme in unsere Schule. Dann die nächste Frage lautet, bekommen wirklich alle Schülerinnen in der 5. Klasse ein Tablet oder nur diejenigen, bei denen nicht genug Geräte zu Hause sind? Das ist nicht so. Bei uns bekommt tatsächlich jede 5-Klässlerin dieses Tablet zur Verfügung gestellt im ersten Jahr, kostenlos. Wie gesagt, es sind lauter gleiche Geräte. Auch die Lehrkraft unterrichtet dann mit demselben Gerät. Und wie gesagt, das bekommen wirklich alle. Die nächste Frage heißt dann auch noch, lernen wir auch Russisch, Italienisch, Rumänisch? Hier kann ich leider nicht alles an Sprachen bedienen. Wir unterrichten hier tatsächlich Italienisch als Wahlfach. Die Frau Riccadonna ist Italienerin, das heißt, sie unterrichtet authentisch. Und Russisch, Rumänisch haben wir leider nicht im Programm. Meine Tochter würde von Wörth mit dem Bus kommen. Müssen wir dann mit zusätzlichen Kosten für das Busticket rechnen? Nein. Wir sind als private Mädchenschule in freier Trägerschaft, haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Und dieses Alleinstellungsmerkmal bedeutet auch, dass sämtliche Buskosten übernommen werden, auch wenn sie aus einem anderen Landkreis kommen oder auch wenn eine staatliche Realschule näher liegen würde als wir, werden die Buskosten zu uns übernommen. Ist die Wahl der Wahlpflichtfächer zu Beginn der 5. Jahrgangsstufe erforderlich? Nein, die Wahlpflichtfächer beginnen in der 7. Jahrgangsstufe und dann wird rechtzeitig vorher in der 6. Jahrgangsstufe, also jetzt im März der 6. Jahrgangsstufe, werden die Schülerinnen informiert, was man in diesen Wahlpflichtfächern lernt. Und so nach den Osterferien jeweils der 6. Klasse wird entschieden, welche Wahlfächer man nehmen will. Die nächste Frage. In den letzten 2 Jahren ist an der Grundschule durch Corona doch einiges ausgefallen. Was erwartet denn meine Tochter jetzt, wenn sie an die Realschule kommt? Muss sie in den Ferien nachlernen? Zuerst mal nein, die Ferien gehen nicht verloren. Und ja, es stimmt, durch Corona ist einiges ausgefallen. Ihre Mädchen werden in der 5. Klasse die erfahrensten Lehrer als Klassenleitung in den 5. Klassen bekommen. Und die Klassenleitungen wissen, dass es wie in anderen Jahren auch so ist, dass die Schülerinnen aus den Grundschulen mit verschiedenen Voraussetzungen zu uns kommen. Und sie werden auf diese verschiedenen Voraussetzungen eingehen. Außerdem haben Sie erfahren, es gibt diesen wunderbaren Ergänzungsunterricht, in dem man Lücken in den Hauptfächern schließen kann. Und schließlich ist es bei uns so, es herrscht eine sehr angenehme Atmosphäre zwischen Schülerinnen und Lehrkräften, sodass sich Ihre Tochter nach einigen Wochen sicher fragen traut, Herr Tremmel, ich kann das in Mathe nicht, ich habe das in der Grundschule nie gehabt. Und natürlich glauben wir das und gehen genau dann auf diese Defizite während des Unterrichts ein. Und den anderen Kindern in dieser Klasse ist wahrscheinlich wegen Corona Ähnliches passiert. Ja, die nächste Frage. Kann der Ergänzungsunterricht gleich zu Beginn des Schuljahres in Anspruch genommen werden? Das läuft bei uns an der Schule so. Wir schauen in den 5. Klassen, mit welchen Lücken und Voraussetzungen die Viertklässlerinnen übertreten. Die Hauptfachlehrer arbeiten dann natürlich eng zusammen und entscheiden dann, wer in diesen Ergänzungsunterricht gehen kann oder soll, bei wem es sinnvoll ist. Und dann wird die Schülerin und Sie als Eltern werden dann eben angesprochen. Der Ergänzungsunterricht ist wie gesagt freiwillig und Sie können dann ziemlich zu Beginn des Schuljahres diesen in Anspruch nehmen. Eine weitere Frage lautet dann, falls es wieder zu Schulschließungen kommen sollten, schicken Sie dann auch das Material mit einem Wochenplan am Anfang der Woche zu. Also bei uns ist es so, da brauchen Sie jetzt nicht Angst haben, dass wenn wieder so eine Distanzunterrichtszeit kommt, dass Sie hier anfangs der Woche mit Material geflutet werden und diese dann irgendwie versuchen zu bewältigen. Wir haben einen super guten Weg gefunden über unser Teams-Programm, dass wir tatsächlich Distanzunterricht halten. Das heißt, wir arbeiten im Videounterricht mit den Schülerinnen. Die Lehrkräfte arbeiten in der Regel mit 2 Geräten. Das heißt, ein Gerät wird als Tafel genutzt und hier können dann also viele Arbeitsblätter und Materialien schon mal digital ausgefüllt werden.
Die Schülerin hat dann zu Hause eine richtige Unterrichtsstunde in den verschiedenen Fächern und muss dann natürlich nicht mehr diese Flut an Arbeitsmaterial die Woche über erledigen. Da gibt es dann also eine normale Hausaufgabe und dieses Distanzunterricht, Videounterricht und Material haben wir in einem sehr guten, ausgewogenen System. Und unsere Fünftklässlerinnen heuer kommen auch tatsächlich wirklich gut damit zurecht. Wir kriegen da gute Rückmeldungen, auch von den Eltern, sind in ganz engem Kontakt und somit brauchen sie sich da keine Sorgen zu machen. Die nächste Frage geht um einen Termin für Schulhausbesichtigungen. Das ist eigentlich schon angesprochen worden. Also jederzeit einfach am Sekretariat anrufen und dann bekommen Sie einen Termin für eine Schulhausführung. Wenn ich meine Tochter für die Bandklasse anmelde, muss ich ihr dann auch ein Instrument kaufen? Nein, die Instrumente werden von Seiten der Schule zur Verfügung gestellt. Wenn Ihre Tochter natürlich bereits ein Instrument spielt und das hat, kann sie es gerne mitbringen. Was aber ist, da in dieser Bandklasse auch ein Instrumentalunterricht durch externe Musiklehrer stattfindet, müssen wir einen Unkostenbeitrag von 60 Euro pro Schuljahr für diese Bandklasse erheben. Eine Schülerin möchte in beide Gruppen gehen, Band und Forscher, das geht leider nicht. Sie müssen sich entscheiden. Man hört ja immer wieder, dass an den weiterführenden Schulen die Klassen recht groß sind. Ist das bei Ihnen auch so? Also wir haben aktuell einen Schnitt von 24, im letzten Jahr waren es 23. Wir haben ganz unterschiedliche Klassengrößen. Das geht von 18 bis hin zu 30, je nachdem. Aber insgesamt liegen wir immer noch unter dem Bayern-Schnitt und wir sind natürlich bemüht, gerade die Eingangsklassen so klein wie möglich zu halten. An der Realschule werden ja noch immer Fächer, ja noch mehr Fächer unterrichtet. Gibt es dann einen zweiten Klassensatz Bücher oder muss unsere Tochter täglich die Bücher von zu Hause in die Schule schleppen? Das muss Ihre Tochter Gott sei Dank nicht. Wir haben E-Books, die stellt die Schulstiftung auch hier im ersten Jahr zur Verfügung. Das heißt, die richtig analogen Bücher verbleiben dann im Regelfall im Schulhaus. Da hat Ihre Tochter ein Fach im Klassenzimmer und zu Hause kann dann das E-Book genutzt werden. Das heißt, dieses Hin- und Herschleppen entfällt natürlich. Wie kann ich denn meine Tochter für den offenen Ganztag anmelden? Ganz einfach, das ist sowohl online als auch hier an der Schule über das Sekretariat im Rahmen des normalen Anmeldeverfahrens möglich. Es gibt hier einfach ein Zusatzformular, wo Ihre Tochter im offenen Ganztag angemeldet wird. Übrigens eine sehr gute Entscheidung, Sie haben es in dem Video gesehen, Frau Stadtmüller, die diese Gruppe leitet, ist eine studierte Pädagogin und da ist Ihr Kind am Nachmittag in besten Händen aufgehoben. Fahren bei Ihnen die Busse vor der Schule weg oder muss meine Tochter wo ganz woanders einsteigen? Also ein Großteil der Busse hält direkt bei uns vor der Haustür. Einige sind draußen bei der AOK, da am Bahnhof müssen dann reingehen. Aber wie gesagt, wir haben Bushaltestellen direkt vor der Haustür und da steigen auch die meisten Schülerinnen dann aus oder ein. Ja, eine Frage, die immer wieder kommt, auch in den Live-Tagen. Geht es irgendwie, dass meine Tochter mit ihrer Freundin in die Klasse kommt? Selbstverständlich. Man kann am Anmeldetag auf diesen Formularen sogar den Namen dieser Freundin angeben. Strategisch wäre es gut, wenn die Freundin in dieselbe Profilklasse in der fünften will, aber normalerweise haben beste Freundinnen sowieso ähnliche Interessen und Neigungen. Und was noch dazu kommt, ihre Tochter kann sich freuen, sie wird gleich Anfang der fünften Klasse noch ganz viele weitere Freundinnen, die sie vorher nicht gekannt hat, aus anderen Dörfern und Städten hier bei uns kennenlernen. Jetzt wäre die Frage an die Technik, ob es noch weitere Fragen gibt. Gut, dann warten wir noch kurz. Ich sehe gerade die Frage, gibt es beim Distanzunterricht eine Notbetreuung? Ja. Es gibt Notbetreuung, in der Regel für die 5. bis 6. Klasse, wie halt von den Vorgaben des Kultusministeriums vorgegeben, findet bei uns Notbetreuung selbstverständlich statt. Aktuell, glaube ich, haben wir 3 Kinder in Notbetreuung.
Meine Tochter hat eine andere Religion, gibt es eine alternative Ethik? Ja, also wir unterrichten das Fach katholische Religionslehre, das Fach evangelische Religionslehre und das Fach Ethik. Dann die Unterrichtszeiten am Nachmittagsunterricht, also in der 5. und 6. Klasse haben wir keinen Nachmittagsunterricht. Wird die Forscherklasse in der 6. und 7. Klasse weitergeführt? Das ist noch in der Schwebe. Also sicher ist es auf alle Fälle, dass wir das in der 5. Klasse anbieten. Hängt dann ein bisschen von der Stundentafel ab, ob wir diese Profilklassen eben dann in den 6. und 7. Klassen weiterführen können. Also in der 7. Klasse, so viel ist sicher schon mal nicht, da kommt ja das Wahlpflichtfach dazu. 6. Klasse, wie gesagt, hängt dann von der Stundentafel ab. Ja, ich bekomme gerade die Meldung, dass es keine weiteren Fragen gibt. Dann darf ich allen Beteiligten für ihren Einsatz und ihr Engagement danken. Sie haben dazu beigetragen, dass der Tag heute in der Form stattfinden konnte. Ich danke den beteiligten Kolleginnen und Kollegen, den Schülerinnen und Eltern, die sich für die Videos zur Verfügung gestellt haben, die Ursuline-Schulstiftung mit Herrn Ernst und dem Team vom TAP Media für die technische Umsetzung und natürlich Ihnen allen zu Hause, die Sie an diesem Infotag teilgenommen haben. Auf unserer Homepage haben wir alles Wissenswerte zum Übertritt unter dem Reiter Übertritt für Sie zusammengestellt. Vergessen Sie nicht, Anmeldung ist in der Woche vom 10. bis 14. Mai. Auch wenn wir heute zu Ihnen gekommen sind, wir freuen uns, wenn Sie zu uns kommen. Sie können gerne über das Sekretariat in den nächsten Wochen einen Termin für Schulhausführungen vereinbaren. Telefonnummer wäre die Vorwahl von Straubing 9612 und die 0. Und gleich um 11 Uhr geht es weiter mit der Informationsveranstaltung des Gymnasiums. Bleiben Sie also da und schauen Sie weiter. Auf Wiedersehen.